Hallo Pilzfreunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute einfach mal ein bisschen hier auf Tour, einfach mal einen schönen ausgedehnten Spaziergang machen, kleine Wanderung. Und da schaue ich natürlich immer nebenbei auch ein bisschen nach Pilzen. Vielleicht lässt sich heute hier gleich noch mal was finden. Die Tour gestern war ganz erfolgreich und da könnte es sich heute hier lohnen. Ich bin hier extra im Laubwald unterwegs und jetzt ist eigentlich die Zeit auch für den Sommersteinpilz. Und die Stelle hier kenne ich eigentlich ganz gut. Hier haben wir jedes Jahr Sommersteinpilze gefunden und ich werde hier mal einfach mein Glück versuchen. Kommt einfach wieder ein Stück mit und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Film. So Leute, ich habe hier wirklich ein paar Pilze gefunden. Das hier sieht ganz nach einem Sommersteinpilz aus. Die aufgerissene Huthaut, die deutet da schon ganz deutlich darauf hin. Hier muss ich mal den vorsichtig entnehmen. Das ist gar nicht so einfach, hier ranzukommen. Dann mal uns den anschauen. Ja, das ist ein Sommersteinpilz, ganz klar. Der ist natürlich nicht mehr so jung. Muss ich mal schauen, ob der noch was ist. Aber das ist natürlich eine tolle Sache. Und ja, auch wenn wir heute hier aus einem anderen Grund unterwegs sind, nehme ich die Sachen natürlich mit. Jetzt werde ich mir mal hier ein bisschen umschauen. Ich glaube, hier oben stehen noch welche. Ja, hier oben sind noch zwei kleine im Gras. Auch die werden wir uns mal anschauen. Natürlich eine feine Sache. So, ich bin jetzt noch ein Stückchen weiter gegangen und hier stehen tatsächlich noch mehr von den Sommersteinpilzen. Das ist natürlich ein Hammer. Also hier auch ein ganz prima Exemplar, ganz jung und knackig. Ja, hier drüben steht der nächste. Den schauen wir uns auch mal an. Ganz wunderbar. Also so nebenbei hier an der Stelle. Ja, die ist uns bekannt hier für Steinpilze, muss ich sagen, für Sommersteinpilze. Aber so nebenbei hier noch ein paar wunderschöne Pilze zu finden, das ist natürlich eine feine Sache. So Leute, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also hier steht alles voller Sommersteinpilze. Hier sind welche, hier ist einer, hier ist der nächste. Auch hier sind noch welche. Hier, 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 überall, wenn ich hier nochmal schaue, steht der nächste. Also das ist wirklich ein Hammer. Also wie gesagt, die Stelle hier ist uns bekannt für Sommersteinpilze. Aber jetzt sind die hier richtig, richtig doll am Kommen. Und ich gehe jetzt hier mal ganz in Ruhe ab und werde die natürlich einsammeln. Also so sieht es jetzt im Korb schon aus und ich bin immer noch am Schneiden und am Sammeln. Hier nochmal ein Sommersteinpilz für sich. Ein ganz junges, knackiges, festes Exemplar. Unheimlich schwer. Also wirklich eine tolle Sache. Und wie gesagt, ich gehe jetzt einfach hier nochmal weiter. Muss mal ganz intensiv hier schauen. Ich denke, das wird sich richtig lohnen. So Leute, so sieht der Korb jetzt aus. Also der ist schon komplett voll, der quillt schon über. Es ist unglaublich, ist unglaublich. Also das habe ich selber noch nie erlebt. Wir haben schon viele Pilze gefunden, auch Steinpilze hatten wir schon gut. Aber das ist natürlich der absolute Hammer. Und wenn ich hier weiter schaue, ich gehe hier einfach mal ein Stück in das Gras. Hier steht schon wieder der nächste Steinpilz. Ja, hier drüben ist gleich wieder einer, ein ganz kleiner. So sieht's aus. Das scheint hier gar kein Ende zu nehmen. Ich werde hier mal weiterschauen. Ja, hier drüben, hier ist der nächste. Also hier einfach werde ich hier mal weiterschauen. Und das ist natürlich unglaublich und eine tolle Sache. Ja, das Wetter ist jetzt wirklich optimal. Die Feuchtigkeit steckt wohl noch im Boden. Und genügend warm ist es genug. Also das ideale Wetter für die Sommersteinpilze. Man sieht auch hier schön an den weißen Röhren, dass das wirklich noch ganz junge Pilze sind. Im Alter werden die ja dann zunehmend gelblich bis grüngelb, aber die hier sind wirklich ganz jung und ganz knackig. Eine wirklich fantastische Sache. So Leute, schaut euch mal diesen Steinpilz an. Was für ein Apparat. Also der ist natürlich nicht mehr der jüngste. Hier sieht man auch sehr schön, dass die Röhren hier schon wirklich gelb sind, gehen schon ins Grünliche über. Aber wenn ich mir hier den Stiel angucke, hier habe ich schon geputzt. Also hier sieht man, dass der wirklich madenfrei ist.
Solche Exemplare nehmen wir eigentlich ganz gern zum Trocknen. Da machen die sich ganz prima. Und durch das Trocknen kommt eigentlich auch der Steinpilzgeschmack noch viel, viel besser zur Wirkung und zur Geltung. Und wie gesagt, ideal eigentlich zum Trocknen. Also der ist auf alle Fälle noch verwendbar. Also es ist wirklich unglaublich. Das ist wie im Pilzschlaraffenland heute hier. Und ja, hier ist auch wirklich ein riesenhafter Sommersteinpilz. Den werde ich stehen lassen. Also der fässt sich da schon ein bisschen weicher an. Der ist nicht mehr so doll. Aber einfach mal zum Zeigen. Aber wenn ich hier rüber schwenke, im Gras versteckt, steht schon wieder der nächste. Und der ist natürlich viel, viel schöner. Ist richtig schön. Ja, der ist natürlich definitiv was für ein Korb. Ich bin jetzt wirklich noch nicht weit gegangen. Und trotzdem lassen sich hier solche Mengen finden. Hier ist der nächste. Also unglaublich. Hier haben wir noch richtig weiße Röhren. Also ein ganz junges Exemplar. Es nimmt hier einfach kein Ende. Der Korb ist schon voll. Ich muss mich jetzt langsam bremsen. Ja, aber das ist natürlich unglaublich. So, Pilzfreunde, ich muss die Runde jetzt wohl oder übel beenden, denn der Korb quillt mehr als über. Es bringt jetzt nichts, noch weiter zu gehen. Ich muss den Korb einfach mal nach Hause schaffen. Ich denke mal, ich schaue hier morgen vielleicht nochmal da vorbei. Ja, ich bin jetzt gar nicht weit gegangen. Ich bin hier ja vielleicht eine halbe Stunde unterwegs gewesen und es war einfach unfassbar. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon wieder. Kleines Video heute, aber fast schon ein sensationelles. Und jetzt scheint es richtig loszugehen. Ich hoffe, es bleibt die nächste Zeit so. Natürlich muss es wieder ein bisschen regnen. Es ist leider schon wieder ein bisschen trocken geworden. Aber wir drücken uns mal alle gegenseitig die Daumen und dann wird das schon dieses Jahr werden. Und es wird ein ganz tolles Pilzjahr. Also, macht's gut, Leute. Und ja, zum Abschluss gibt es natürlich wieder ein Blick in den Korb und der lohnt sich heute richtig. Also bis zum nächsten Video. Tschüss!